Herzlich willkommen beim neuen Video auf YouTube. Und heute wollte ich jetzt euch zeigen, wie man mal ein Texture Pack bei Minecraft installiert. Dafür habe ich mir das Backspin Decraft rausgesucht und da gehen wir jetzt mal drauf. So, dann geht ihr mal ganz normal auf euren Browser. Den Link zu. Okay. Das will ich jetzt noch nicht hier haben. Dann geht ihr hier drauf. Den Link habe ich in die Beschreibung gepackt. Und dann haben wir hier schöne, viele komische Sachen. So. Hier ist es für 1.9, 1.10 und 1.11. Hier unten sind noch weitere 1.8. Und hier sind sie für die ganz alten Versionen. Ja. So, ich mache es jetzt mal für die 1.9. Hier sehen wir ein Ausrufezeichen und noch ein Ausrufezeichen. Wenn ihr den PC habt, da stehen die Anforderungen. RAM und großartige Grafik und so. Ich würde euch das empfehlen. Das ist eigentlich optimal, fast für jeden PC geeignet. Das downloaden wir jetzt einfach mal. Wir gehen drauf. Und dann fragt euch dies gleich, ob ihr die Datei speichern wollt, wenn ihr WinRAR habt. Also ich öffne es jetzt mit WinRAR. Okay, dann tue ich das gleich downloaden. Da oben ist das. Ja, warum geht es jetzt nicht so? Hallo? Okay. Das habe ich vorhin schon mal gemacht, weil da die Aufnahme kacke war, weil ich da einen Kaugummi im Mund hatte und das hat man schön gehört. Das war kacke. Und das ist weg hier. So, und dann habt ihr hier. Downloads. So. Und dann habt ihr hier PurBDCraft, das was ihr gedownloadet habt. Ich ziehe sie mal auf den Desktop, weil dann habe ich hier übersichtlicher. Ist alles wegen übersichtlicher. So. Dann geht ihr auf eurer Tastatur, auf Windows und gleichzeitig R gedrückt. Und dann kommt ihr hier. Ja, was gibt man da jetzt ein? So, dann gibt ihr ein Prozent App Data und dann nochmal Prozent. Ja, nicht und. So. Und dann einfach auf Enter oder auf OK. Dann seht ihr hier Punkt Minecraft. Geht ihr drauf, wenn ihr natürlich Minecraft auch besitzt. Und so, jetzt haben wir hier ganz viele Kaka-Sachen. Da sieht man Ressourcen-Packs. Da geht ihr drauf. So. Ja. Das habe ich jetzt schon da drin. Ziehe ich jetzt mal raus. Hallo? Hallo? Ja. Das finde ich jetzt toll. Warum geht das jetzt nicht? Danke. So, dann zieht ihr das, was ihr auf dem Desktop habt, einfach da rein. Ganz einfach. Außer bei mir funktioniert nicht mehr alles so gut. Und dann erscheint es da. Hallo. Okay, das ist jetzt ein bisschen kacke irgendwie. Kacke. Hallo. Das ist irgendwie ein bisschen komisch jetzt, ne? Das scheint mir nicht die Aufnahme. Okay. Jetzt zieht es da rein und dann erscheint es wie alle anderen hier auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt bei mir nicht funktioniert. Klar, bei mir funktioniert nichts. Ja, das war's mit dem Video. Ja, Moment, wenn ihr das dann auch reinhaben wollt, das Texture Pack, manche wissen es nicht, dann geht ihr in Minecraft einfach auf dem auf der Startseite auf Optionen, dann gibt es da Texture Packs oder Resource Packs. Da geht ihr drauf und wählt es dann auf der linken Spalte. Hier ist rechts, hier ist links. Da sind die ganzen Texture Packs. Da müsste es dann erscheinen. Wenn es da nicht erscheint, habt ihr irgendeinen Fehler gemacht. Wenn es erscheint, ist alles gut. Super. Und dann tut ihr das da einfach da auf die rechte rüber. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video.